Mein Name ist Annette Sattler. Ich leite die Apotheke des Klinikums in Nürnberg. Und im Normalbetrieb wie auch jetzt ist meine Hauptaufgabe dafür zu sorgen, dass wir alle Arzneimittel haben, die im Klinikum gebraucht werden. Dadurch, dass die komplette pharmazeutische Industrie praktisch alles nur noch in kontingentierten Kleinmengen liefert, das heißt, die alten, schon bekannten Lieferengpässe und der Mehraufwand, den wir damit haben, hat sich noch mal potenziert. Das heißt, wenn wir normalerweise einen Monatsbedarf von irgendwas bestellen, bekommen wir jetzt jede Woche eine Kleinmenge. Das ist natürlich dann für alle beteiligten Firmen so viel Arbeit. Die ist ziemlich gut. Wir haben also eine ganze Reihe sehr, sehr engagierter Menschen hier, die das auch annehmen, dass wir hier ja eine große Rolle spielen, um gegebenenfalls Menschenleben zu retten, auch wenn wir nicht direkt am Patienten sind. Und auch wenn es für viele sehr, sehr stressig geworden ist, ist es tatsächlich so, dass alle sehr tapfer durchhalten und fleißig mitmachen. Also da kann ich mich wirklich beim ganzen Team herzlich bedanken.